Hallo Leute, ja, es geht weiter. Ja, so, das müsste wohl reichen. Hm? Was gibt's? Was hast du gemacht? Wie, gute Frage. Die nächste ist die letzte. Ich beeil mich besser. Ihr folgen. Ich bin pervers und ich verfolge sie jetzt. Und wer ist das denn? Huch? Achso, das ist der Junge. Die Hexe des Nebels, sie wird mich kriegen. Hä, hey, warum macht sie das jedes Mal? Puh, das müsste reichen. Was macht sie da? Hm, echt, ich glaube, ich habe erst übertrieben. Wie, du bist immer noch da? Ah, du bist neugierig über mich? Ich habe nur eine Barriere errichtet. Die Barriere hindert schwache Monster daran, in die Stadt einzudringen. Ich muss das jeden Tag machen, es kann also anstrengend werden. Hm, warum ich den Stadtbewohnern nicht sage? Hahaha, na, weil ich es alleine mache. Das hat nichts mit denen zu tun und ich will keine Erwartungen erfüllen müssen. Ich verstehe, es versteht sich von selbst, dass es für alle ein Geheimnis bleibt. Mir ist es egal, was sie sagen, ich möchte einfach nur die Stadt beschützen. Bis später dann. Ich finde sie echt korrekt, muss ich echt mal zugeben. Die macht sich echt die Mühe, die ganze Stadt zu beschützen und die... Dann nennen sie wieder Hexe, aber sie ist auch eine, aber trotzdem. I love you, yeah. Ja, du Geistermädchen. Ich rede jetzt mal mit ihr, vielleicht ist sie jetzt irgendwie cool drauf. Ich werde heute nachdenken, was ich tun muss. Okay. Verdammt. Unser Spieler steht auf ältere Frauen. Ein Mayfanta! Stehst du auch auf uns? Reden. Wirklich in den Riemen. Versuch auch für dich. Achso. Okay. Das Mädchen steht auf mich, ist klar. Bei meinem Aussehen und meinen Flügeln. Hahaha. Ja. Was kann ich dann alles machen? Ah, ich kann ja noch zu diesem Tor da gehen, bei der Wüste da. Ja, wir sehen uns beim Tor. Also, bis gleich. Ach ja, ich wollte euch noch zeigen, dass man jetzt hier runtergehen kann. Und das auf uns wartet, dieser Fettsack und dieser Fettsack auch noch. Okay, wir sind jetzt in dieser Wüste. Von oben herab sind wir in die Wüste reingekommen. Westliche Samaid-Wüste. Also hier findet man alles, was man braucht. Oh, ich hasse das. Oh Mann, jetzt muss ich den ganzen Weg wieder suchen. Verdammt, okay. Okay, das war falsch. Geh ich mal hier hin. Auch falsch. Okay, da gehe ich hier hin. Okay, das hilft. Okay, da komme ich da wieder raus. Fick dich, du! Okay. 10. Ah, hier ist die Oase, die ich meinte. Du dreckiger Bastard. Und wo ist der Bastard? Ach, hier. Echsenfürst. Hier habe ich ihn gefunden. Also alles. Und 16 sind wir jetzt. Und wo jetzt? Bei 20. Ich glaube, hier in dieser Wüste habe ich den Stoßding gefunden. Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Okay, ich bin irgendwie hier hingekommen. Ich wusste es auch nicht, dass ich hier gehen konnte. Okay. Na toll. Ja, was gibt's denn hier? Nichts. Oder doch, warte. Vielleicht kann ich ja meine Freundin hier besuchen. Ich bin ja so ein Milfhunter. Ja. Okay, aber du kannst auch da rausgehen. Ich habe für dich die Tür auch aufgemacht. Wenn du es auch bemerkt hast. Was ist das? Okay, das will er nicht untersuchen. Vielleicht will er das ja untersuchen. Ja, okay. Das haben wir jetzt auch. Und 666. Okay, wir müssen in die Wüste 21 oder 22, glaube ich. Ah, verdammt, okay. Mann, Wüsten. Ich hasse Wüsten. Boah, ich hasse Wüsten. Okay, wir sind da. Okay. Wir sind uns beim Tor. Also, bis... Okay, ich hab die Wüste, ich bin ja beim Tor, meine ich, verdammt. Okay, und ich gehe jetzt mal da rein. Oh, ne, alle Schalterfarben zu, verdammte Scheiße. Verdammt, ich hasse das. Okay.
So. Ja? Hä? Ich verstehe langsam dieses Spiel nicht. Was? Willst du mich hier hochnehmen oder was? Hier gibt es nichts und ich... Okay. Ich muss das Spiel nicht verstehen. Also, wir sehen uns in der Stadt wieder. Also, bis gleich. Hier ist die Blume, die ich meinte. Wollte ich noch kurz zeigen, kurz noch sagen. Und, bis gleich. Okay, es geht weiter. Ich habe die Blume jetzt gezeigt. Ich habe jetzt alles gezeigt, was ich gemacht habe, alles. Okay, jetzt geht's darum, irgendwie Freundschaft zu knüpfen und alles. Ich habe eigentlich alles Wichtige gemacht. Okay. Was kann ich da noch verdammt nochmal machen? Ich weiß es jetzt nicht. Ich weiß nicht, was ich jetzt machen kann. Ich rede einfach mit ihm. Okay, es löst dein eigenes. Sei gegrüßt, Oxas. Du kommst gerade richtig. Ich wollte dich fragen, ob du mir ein paar wilde Kekse besorgen kannst. Würdest du sie für mich kaufen? Ich werde hier warten. Wo soll ich die kaufen? Komm mal warten. Danke, dass du ein Schatz bist. Ich zeige ihr einfach mal einen Keks, vielleicht hilft es ja. Ich weiß nicht. Ich weiß es echt nicht. Kekse. Ja. Nein, das wollte ich nicht machen, aber egal. Ja, was kann ich denn alles noch machen? Egal, ich versuche jetzt mit allen zu reden. Vielleicht löst es ein Ereignis aus, vielleicht auch nicht. Reden. Gegen diese über Menschen angreift. Warte, was hat der gerade gesagt? Ich habe einen Schwarm riesiger Heuschrecken am Himmel gesehen. Ach so, okay. Die habe ich schon längst erledigt, das weiß ich. Geh jetzt wieder hoch und rede mal mit Fana. Reden. Okay, vielleicht die Oma. Er ist ja so ein Milchvater, unser Held. Okay, da will er auch nicht sagen. Was soll ich jetzt alles machen, verdammt? Soll ich allen ein Geschenk geben oder was los? Egal, ich geh mal zu Kai. Warte, was war da? Kann ich hier rein? War die schon da, davor auch schon da? Hat sich irgendwas verändert? Kommt mir irgendwie so vor. Ja, okay, hier gibt's nichts. Was zur Hölle kann ich da noch machen? Was kann ich noch machen? Vielleicht will sie ja reden. Reden. Erweitert auch darüber, was ich zu tun habe. Ja, ich saug dich ein und guck das mal an. Schwerter, Geschosse, Haarschmuck, Brillen, Flügeln. Okay, ich zeig dir was ganz Großes. Wieder. Zeigen. Zubehör. Rücken. Hier. Ja. Nein! Rede mit... Was ist jetzt los? Na, wenn das nur ein Roxas ist. Hä? Wie geht es dir? Du vertraust mir also immer noch nicht? Das kann ich dir kaum erübeln. Immerhin habe ich dir eine Menge grausamer Dinge angetan. Spüre eine unvergleichliche Macht, die von dir ausgeht. Diese Macht ist stark genug, die Schicksal zu beeinflussen. Sogar das Schicksal der ganzen Welt. Diese Macht ist so unvorstellbar groß. Wenn du nicht aufpasst, wird dein eigenes Schicksal davon verschlungen. Ich weiß nicht, was du vorhast, aber diese Macht ist gefährlich. Deshalb ließ ich damals das Schlosswachen festnehmen. Ich wollte so lange warten, bis du jegliche Hoffnung verloren hattest und dich dann befreien. Darf ich dich etwas anderes fragen? Wofür benutzt du deine Kraft? Für die nächste Welt. Ich verstehe das nicht ganz. Aber ich sehe, dass du alles nicht aus einem Eigennutzen machst. Wie auch immer, ich danke dir dafür, dass du mich angehört hast. Vielen Dank. Zeigen. Vielleicht löst das noch irgendwas aus. Zubehör. Gesicht. Hier. Verdammt, das wollte ich nicht. Reden. Okay, noch ein Ereignis. Du hast von der Dolchschule des Südens gehört. Hast du vor, der nächste Nachfolger zu werden?
Hihi, und hast du vor, die nächste Nachfolgerin zu werden? An so eine Sache geboten zu sein, ist nichts für mich. Sagen Sie ja, wo sich die beste Waffe der Schule befindet. Ihr Name ist Schattenreizzahn. Sie ist erste Stelle westlich und nördlich von der Oase der westlichen Wüste versiegelt. Viel Glück bei der Suche. Die Deutschschule des Südens gehört jetzt dir. Ja, okay. Zeigen. Warte, soll ich jetzt die Wüste gehen und das nachgucken? Ich habe da nichts gefunden. Wieso mache ich das eigentlich? Verdammte Scheiße nochmal. Reden. Sie ist erste Stelle westlich und erste Stelle nördlich von der Oase der westlichen Wüste verwirrt. Okay. Ich weiß, ich bin Müllfanta. Ja, wir sehen uns also. Soll ich das jetzt machen? Ja, ich mach das jetzt mal. Also, ich bin jetzt in der Oase. Verdammt. Und es kann sein, dass das die Waffe ist. Aber ich glaub's irgendwie nicht. Und du Bastard. Fick. Oh, scheiße. Okay. Westlich von der Wüste aus. Und nördlich. Ah, hier ist die. Schattenreizzahn. Okay, ihr habt die beste Waffe der Welt. Juhu. Also, wir sehen uns gleich in der Stadt wieder. Okay, es geht weiter. Ja, wir haben die stärkste Waffe der Dolch-Hochschule. Und das zeigen wir ihr mal. Vielleicht sagt sie irgendwas dazu. Reden. Warte. Zeigen. Kann ich diese Tafel hier zeigen? Na, ich muss dieses Schwert da machen, dann kann ich hier zeigen. Aber das zeige ich später. Ich schwör auf alles, sie steht auf jüngere Menschen. Okay. Langsam wird's gruselig. Und scan. Was hast du für Vorlieben, du perverse Sau? Schwerter, Geschosse, Brustplatten, Brot und Puppen. Okay, er steht auf Puppen. Warte, ich habe kein Mana mehr. Objekte, vielleicht nützt es da was. Brot. So. Ah, fick dich. Ah, egal, das war die Bestrafung dafür. Okay, wir haben jetzt die stärkste Waffe der Dolch-Hochschule. Wen haben wir noch nicht angesprochen? Vielleicht ihn? Vielleicht hat er irgendwas zu sagen? Ja. Du Geldeintreiber, ich hasse dich. Oh no, no, no. Jetzt reden wir mal noch mit dem hier. Vielleicht hat er irgendwas Interessantes zu sagen. Reden. Langweilig. Was kann ich denn machen? Was kann ich denn Schönes machen? Ach, ich gehe mal mit diesen alten Perversen reden. Vielleicht hat der was zu sagen, vielleicht auch nicht. Gucken wir mal einfach. Perverser, komm her. Ich rede noch kurz mit dir und dann beende ich diesen Part. Oh ja, was gibt's denn hier? Wartet. Ah, da ist er, ja. Gut, gut, gut. Reden. Ja, das hat sich erledigt. Und hier ist Georg, der wartet, bis wir ihn ansprechen. Aber ich will das jetzt nicht machen. Ich will noch ganz viel untersuchen hier. Okay, was kann ich noch verdammt nochmal machen? Wartet. Okay, es geht weiter. Ich habe den Schattenflugdolch-Schattenreizzahn gemacht. Und den werde ich jetzt hier kurz zeigen, um zu gucken, was sie jetzt sagt dazu. Warte mal, extra mal das machen und das zu zeigen. Okay, ganz schnell. Zeigen. Waffen, Geschoss. So. Hast du sie wirklich gefunden? Unglaublich. Wirklich, ich kannte ihr Versteck nicht so genau. Ich wusste also nicht wirklich, wo sie war. Wie für mich? Also im nächsten Part. Tschüss.